Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Battle Station Pacific US Kampagne. Heute mit der vierten Schlacht Verteidigung von Henderson Field. Eine kombinierte Flottenoperation, das heißt, wir können Schiffe und Flugzeuge steuern. Zuerst möchte ich aber mich noch bei Black Cara 1000, meine ich. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Bedanken. Dieser User hat mir jede Menge Kommentare geschrieben. Es hat mich echt gefreut. Und ich würde mich auch über Kommentare von anderen oder generell über Kommentare freuen. Und das ist eigentlich auch der hauptsächliche Grund, warum so schnell wieder PlayStation Pacific Videos ankommen. Weil ansonsten ist die Nachfrage nicht so überwältigend. Ich hoffe, das wird nochmal besser. Aber dieser User hat mich wirklich motiviert, hier neu weitere Videos aufzunehmen, und jetzt bin ich wieder da. Nein. Die Lage auf Guadalcanal wird langsam kritisch. Laut unserer Quellen planen die Japaner die Rückeroberung von Henderson Field. Die Verlegung zusätzlicher US-Truppen ist bereits angelaufen. Allerdings werden die Japaner mit allen Mitteln versuchen, unseren Nachschub abzufangen. Die auf Henderson Field stationierten Einheiten haben daher Befehl, genau das zu verhindern. Wenn unser Nachschub sein Ziel nicht erreicht, fällt Henderson Field unweigerlich an den Feind. Ja, das ist der geschichtliche Hintergrund. Wir fahren fort. Mission Verteidigung von Henderson Field. Die zwei Primärziele sind: fangen Sie die Bombe ab, die Henderson Field bedrohen. Und der zweite Primärziel ist: beschützen Sie den Konvoi, lassen Sie mindestens 4 Schiffe entladen. Sekundärziel ist: alle Transportschiffe müssen überleben. Nicht so das Schwere. Und das versteckte Einsatzziel ist: zerstören Sie die Zerstörer Ikatsuki und Inazuma. Naja. Ich japanisch bin ich nicht so nass, wie man vielleicht merkt. Ja, Wildcats können wir nicht austauschen, weil ich es noch nicht freigeschaltet habe. Schande über mich. Also im 12 PT-Boote. Ja, wir spielen mal wieder auf Rekord und dann lass uns anfangen. Dieser Ort ist schwer zu verteidigen. Die Japsen warten nur darauf, sich die besten Ziele herauszupflücken. Ihr Nachschubkonvoi aus Hawaii nähert sich der Küste. Willkommen, Konvoi. Fahren Sie weiter. Der Weg ist frei. Dieser Nachschub ist ziemlich umfangreich. Die Japaner werden ihn sich schnappen wollen. Höchste Alarmbereitschaft! Patrouillenjäger stehen bereit. Ja, das war die Cutscene. Jetzt melde ich mich an Bord einer Wildcat zurück. Was mir gerade aufgefallen ist, da war ein kleiner Fehler. Denn in der Cutscene war das Geschwader. Sir, mehrere Bandits im Anflug. 4 Flugzeuge standen. Sie auf feindliche Träger. 3. Ja, jetzt okay. Beginn Kampf gegen feindliche Flugzeuge. Gut, wir müssen jetzt Henderson Field verteidigen und einen Konvoi. Der Nachschub für Henderson Field reinbringt. In dieser Mission. Wenn jetzt mal die Klappe. In dieser Mission werden wir vor allem mit Wildcats operieren, das heißt Flugzeuge. Da die einzigen Boote, die wir holen können, PT-Boote sind, das ist was nicht so die überliegende Streitmacht ist. Aber in der Mission reicht es als Aufgebot gegen den Feind, wenn ich es mal so nennen kann. Feindliche Flugzeuge nähern sich! Die Serum und die ja, folgende Strategie in dem Fall. Mit dieser Wildcats werde ich hier oben operieren und versuchen, dass mein Konvoi so möglichst lange unentdeckt bleibt. Genau wie Sie sagten, Sir. Feindlicher Träger in Reichweite. Ja, jetzt habe ich hier auch einen Träger aufgedeckt. Und auch alle anfliegenden Flugzeuge, die versuchen damit zu zerstören. Da habe ich Angst, dass er langsam zu nahe kommt.
geben mal hier ein bisschen Gas. Und sagen mal ganz höflich, wie es sich gehört. Hallo. Willst du vielleicht mal warten? Wir haben Flottennachschub erhalten. Ja, eine Flottennachschub, vollen Schub. Weiß nicht. Brauche ich irgendwie nie. Hätte was Besseres sein können. Ja. Was gibt's viel zu sagen? Wenn ihr es vielleicht gemerkt habt, ich räusle mich ziemlich oft und trinke auch jede Menge. Weil mein Hals ist gerade so im Arsch, der ist extrem kratzig. Deswegen ist es vielleicht nicht so eine gute Idee, einen Let's Play aufzunehmen. Ich hoffe, ich höre mich nicht an wie 6 Jahre Kettenraucher. Ich mach's trotzdem. Deswegen einfach muss ich mich ein bisschen entschuldigen. Dass ich öfter es mal räusper, was für manche vielleicht störend ist. Und aneinander. Wow! Ja, das war knapp so. Und dass ich immer wieder mal was trinke. Und ich hoffe, dass meine Stimme das diese ja, 20 Minuten durchhält. Und der hinter noch einmal weg bin. So. Der greift gleich den Jake an. Dahinter sind hier schon Zero Fighter, die mir nicht auf den Weg räumen wollen. Mögt ihr mich nicht oder was? Schöne Aussicht hier. Toll. So. Und dann stürzt man mal runter und knall ihn ab. Als nächstes die Zero hier unten. Die wollen uns auch hallo sagen. Ja. Was bei den Zeros ein extremer Nachteil ist, sie haben so gut wie keine Panzerung. Das heißt, wenn man ihr Treibstofftank trifft, gehen sie so vor den Flammen auf. Und ihr Treibstoff, glaube ich, war auch sehr extrem zündig. Und deswegen sind Zeros, Feindliches Flugzeug stürzt ab! Wir haben hier zwar effektiv wendig und ziemlich gut, aber die halten halt mal echt nichts aus. Ich hoffe, euch wird jetzt hier nicht schlecht. Wenn man hier sieht, wie realistisch das Spiel ist, mir kommen hier auch schon die Drohne entgegengeflogen, die den Sturz gerade. So, jetzt versuche ich hier so lange noch zu können, dass sie mich zu überholen. Wo seid ihr denn? Und sie dann von hinten gut treffen zu können. So. Wirklich schwer ist das auch nicht, aber seid ihr denn wahnsinnig? Geht so schlimm ist nicht, wenn die aufgedeckt wird, wird mein Konvoi. Aber ich möchte dafür meiden, weil dadurch kommen keine Bomber dahin. Na, eigentlich müsste ich der schon. Ja. Sir, der Feind hat uns entdeckt. Wir haben ein Aufklärungsflugzeug gesehen. Dammt. Schlechte Nachrichten. Die Japsen wollen sicher wieder die Transportschiffe angreifen. Alle feindlichen Maschinen abgefangen. Ja, die gute Nachricht ist, es war keine versteckte Mission oder sekundäre Mission, dass sie unentdeckt bleiben, aber jetzt wird es ein bisschen schwerer. Ja, ist eigentlich auch nicht so wild. Die Mission ein bisschen leichter gemacht. So, hier habe ich auch noch eine Wildcat-Staffel, wieso auch immer, die fliegt gleich auf. Ja, wenn man hier schon die drei Wildcat-Geschwader, was die für eine Feuerkraft haben, auch wenn keine getroffen hat, das sah cool aus. Ja, kommt von vorne auch nochmal zwei. Die Zeros schlagen sich echt gut. Okay, ich habe noch einen erledigt. Ja, da war das wieder mit dem Treibstofftank. Ich habe den wirklich noch ganz kurz erwischt, aber anscheinend die Treibstofftank ist doch. Feindlicher Träger dreht sich, Sir. Sein Gleitschutz kommt in unsere Richtung.
Einen weiteren Angriff können wir jetzt nicht brauchen. Oh, der ist was. Feindliche Zerstörer nähern sich, Sir. Dann schicke ich ihn mal zurück. Angreifen! Hier ist die USS Northampton. Wir kommen. Ja, jetzt läuft ja ein USS Northampton. Feindliches Schiff geortet, Sir. Ein Kreuzer, sag ich jetzt einfach mal. Boah. Entschuldigung, Raucherhusten. Auch wenn ich nicht Raucher bin, ne? Cool. Boah. Oh, der ist ja auch alleine. Und, sag mal, wie willst du mit deinen Scheiß und Gs gegen den Flugzeugträger ankommen? So mal als Frage. Ja, die Northampton wird, wie gesagt, hier von einem Zerstörer und einem PT-Boot verfolgt. Ja, ich will jetzt hier... Unsere PT-Boote sind bereit zum Auslaufen, Sir. Dann los, sofort! Ja, jetzt sind PT-Boote da. Da bestelle ich auch gleich mal alle. Aus zwei Gründen. Erstens, die zwei Zerstörer kommen jetzt hier runter. Also erst nehmen sie Kurs auf die Northampton, die aber nicht lange durchhalten wird. Und außerdem sind diese PT-Boote gut in Flugabwehr bei niedrig fliegenden Flugzeugen. Und deswegen habe ich dann noch ein bisschen Unterstützung, vor allem ist der Hauptaufgabe, meinen Zerstörer zu vernichten. Ja, die Northampton hält sich relativ lang, hätte ich nicht erwartet. Normalerweise ist das jetzt deutlich schneller. Vielleicht jetzt ist das neue Art durch. Also sonst immer, wenn ich gespielt habe, da war dann noch Minuten Schluss. Ich glaube, ich werde jetzt auch versuchen, die mit zwei PT-Booten anzugreifen. Und dann noch zusätzlich vernichten, dass diese unaussprechlichen Zerstörer. Okay. Wir haben einen kritischen Treffer bekommen. Wir haben Schlagseite. Nein, wir sinken. Der Teufel soll sie holen. Ist auch eine gute Frage, wie man als Kreuzer gegen den Zerstörer und ein T-Boot verrecken kann. Aber hey. Ich sehe gerade schon, wie meine Flugzeuge hier alle missbraucht. Wieso verfolgt ihr alle ein einzelnes Flugzeug und vernichtet es dann nicht? Dafür lasst ihr dann die Welt durchkommen. Moment! Achso, ich dachte schon, die Welt hätte überlebt. Ja. Sir, wir sind jetzt an Land und entladen. Vollpunkt erreichen. Jetzt wird es ein bisschen tricky. Beim Entladen sind die Schiffe leichte Ziele. Weil es leichte Ziele sind, wie schon gesagt. Ja. Wie gesagt, ist nämlich hier die PT-Boote. Die zwei halten diese Flanke gegen PT-Boote. Und die anderen greifen die ankommenden Zerstörer an. Damit die nicht gar nicht erst in Schussreichweite von meinen Transportschiffen kommen. Und sag mal, was macht ihr eigentlich? Wieso fliegt ihr hin zurück? Hier habe ich nochmal ein paar neue Wildcats geordert, damit ihr meine Schiffe sicher entladen können. Noch 3 Minuten, wie man oben sieht. In dieser Zeit müssen wir hier wirklich alle feindlichen Flugzeuge runterholen. Die kassiert hier schon ordentlich. Zwei PT-Boote gegen drei, aber sollte man packen. Weil die nicht treffen.